Leute, willkommen zu einem neuen Part von Luffy 2 The Rise of the Sinister. Und ja, der gute Guy. Warte, entschuldige Leute, falsche Taste wieder. Der gute Guy ist jetzt Level 15. Hat gerade 15 KB bekommen, ja, durch ein Level Up. Und ich habe sogar einen Stärkedrang bekommen, was Suikoden-Fan erwähnt hat, von diesen Krabben. Habe ich gleich mal weiter verfüttert. Ja. Und ja, jetzt wollen wir da mal das Rätsel weitermachen. Da. Aha, okay. Dann stellen wir mal die Vasen rundherum. Vielleicht bringt das was. Yep. Wir werden sehen. Weil das Muster ist zumindest ident. Ah, okay. Gut. War jetzt nicht allzu schwer. Oh, sind das wieder deine Gegnerchen? Oh nein. Nein, Überraschungsangriff. Das ist böse. Das ist böse. Bitterböse. Du. Okay, muss ich leider trotzdem mit Tropfen arbeiten. Warte mal kurz. Wir switchen mal kurz. So. Zeit für einen Krabbenburger. Warte, du musst das angreifen, du musst das angreifen. Und was war's? Funke, genau was. So. Jo. Funke! Ha! Verbrenne! Die Hexe brennt dich nieder! So. Ah, das war gut, das war gut. Danke, Ungai, danke. War es ein tolles Team. Oh. Läuft. Wurzlauf. So. Krafttrank. Ein Krafttrank, ne? Zum Heilen. Das ist sehr schön. Gefällt mir. So. Dann mal Stufen rauf. Ja, da ist einfach zu sein. Achso, was kann ich da? Alter, immer die falsche Taste, kann ich da? Okay. Ich würde aber gerne... Nein, das ist mir zu risikoreich, Moment. Du kriegst mal hin. Jawoll. So, dann muss ich leider auch Funke verwenden, weil die sind mir zu stark noch. Ja, ich kann ja auch MP-Säfte verwenden, die kann man im Dorf ja kaufen, oder? Dann danach. Kann sein, ich weiß gerade nicht, ob man die kaufen kann, aber ich glaube schon. Wenn nicht, gehen wir das Risiko ein. Aber irgendwo wird es ja mal so Heilungsplattformen aufgeben. Schauen wir mal. Oh, ein Holzschild. Bringt zwar nicht viel wahrscheinlich. Alter, habe ich Kohle. So, nein, ich... Achso, Blödsinn. Ich habe sie eh unten stehen. Gut, Joko, merkt ihr das endlich? Komm, Überraschungsangriff. Tropfen auf. Ja. Die Skorpione, genau. Ja, ich muss DMP verwenden, es geht nicht anders. Es dauert sonst zu lang. Du hättest auch einfach nur die beiden Skorpione anwählen können. Tropfen, dann hättest du mehr Schaden und hättest wahrscheinlich sogar besiegt. Das geht schon so. Was, man kann dich so einzeln auch? Ja. Nein. Ja, aber da kann ich nur einen anvisieren, nicht beide Nein, gleichzeitig. Nein, wenn du einen anwählst, dann kannst du nochmal mit dem Cursor weitergehen und dann... Ernsthaft? ...weitere auswählen, ja. Okay. Die Mechanik muss ich mir dann beim nächsten Mal anschauen. So, warte, da geht's schon eine Ebene rauf, aber... Verlockung ist da! Verlockung der Finsternis. So. Altes Spiel. So. Ah, na, wie wähle ich das jetzt aus? Einfach bestätigen. Nee, ohne das zu machen. Ja, aber dann greift der eine nur an. Nein, warte. Klick einfach mal drauf. Einmal auf die Klappe klicken. Also bestätigen. Ja. Und die Grenze weitermachen. Ah. Kannst du die einzelnen auswählen. Okay. Ui, das ist ja eine neue Mechanik wieder. Interessant. Aber die überleben trotzdem beide. Hätte ich gleich auf alle machen können. Oh, ein Watz.
ein Watz ist dabei. Aber gut zu wissen für die Zukunft, okay? Ja, manchmal ist das praktisch. Vor allem, wenn halt verschiedene Gegner hat, die verschiedene Elemente als Schwäche haben. Ja. Wie bei, eben bei den Skorpionen und den... Ja, ja, ja. Ich hab's eh verstanden. Ja, das gab's in Final Fantasy zum Beispiel noch nie. Das ist eine Eigenheit von hier. Das ist nett. Krafttrank, yeah. Nehmen wir gerne mit. So, dann schauen wir sich mal eben das an, den Bereich hier. Lassen wir den mal jetzt kurz. Aha, da geht's wieder runter. Das kann ja dann nur ein Geheimnis sein. Okay, jetzt haben wir eine Tontür. Aha. Okay. Was machen wir mal den Platz? Alter, 50 Fumi Power. Nice. Nur ja, kannst du mal gucken, was Fumi so haben möchte gerade. Ja, können wir mal. Aber nicht. Oh, nee, dahin. So, was steht denn hier? Der Held auf der Reise schaute auf den Boden, fand dort die Noten und spielte seine Weise. Okay. Ah, das ist bitter. Okay. Kann man von dem Überraschungsangriff fliehen? Das ist ein... Ja, kann's fliehen jetzt, aber sinnlos wär's. Nein, egal. So. Okay, das ist der Bombensound einmal. Das heißt, wenn ich die Bombe vielleicht aktiviere, geht es dann? Das ist der Pfeil, wenn er wo dagegen fliegt. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt jetzt. Und da ist das Schwert. Ah, okay. Ah, muss ich das nach der Reihe machen? Okay, das auch noch. Ah, oh, ich hab's durchschaut, ja. Super. So, geh auf. Danke. Jetzt nach oben geh einfach. Ja, leider. Ich muss es verwenden. Meine MP gehen zur Neige. Schnüff. Die Mucke ist geil. Ich weiß, ich wiederhole mich, Leute, sorry. Aber wenn ein Battle-Theme so gut ist, dann freut man sich, die jedes Mal zu hören. So. Oh, da muss ich sogar her, okay. I've got the key. The key of forgotteness. The key of doom. Okay, na, ich lasse die Gegner hier jetzt einmal. Muss schauen, dass ich so eine Art... Muss nicht jeder machen. Ja, muss schauen, dass ich mal so eine Art Heilpunkt kriege oder irgendwas. Das, ja, oh Gott. Weg da. Ja, aber der wäre schon interessant, ne? Jo. Der steht auch leider mitten im Weg. Ich kann nichts dafür. Leider, so. Dass du es nicht gewollt hast. So, mache ich gleich, obwohl... Ja, dass ja der eine da vorne auch drauf geht. Auch wenn es nur 10 Damage sind jetzt beim vorderen, ist egal. Oh, sind doch mehr. Ich dachte, der wäre nicht anfällig jetzt. Nice, komm geil. Jawohl, da haben wir mal den Schrecken weg. Die machen wir eh kaum was. Genau, so jetzt wärmen wir mal die maximalen KP um 50. Na, das ist immer noch. Eher stark benutzen. Ja, das ist eher noch zu too much Krafttrank, yeah. So, zwar am besten dann eh mit ihm. So. Gut. Please stand up, please stand up. Aber dich blätten wir jetzt, komm. Ja! Ich greife dich zuerst an, mein kleiner Freund. Ja! Komm, Wolke, ich brauche deine Hilfe. Linke Seite. Jetzt.
Danke, hilft aber nichts. Schwacher Wolki. So, alle drauf hier. Okay, Wolki, einmal noch, komm, Fumischlag. Ah, aber das sollte reichen. No. Oh, 70, nice. So, ein Level Up haben wir gleich. Was gibt's denn zum Futter? Glasarmband, na klar. Uiuiuiui. Das ist ja mal das, was ich mich gesehnt habe. Und dann werde ich aber doch noch kurz die zwei Level machen. Bevor ich zum Boss gehe. Und eventuell habe ich dann noch die Chance noch auf so einen Kraftsaft. Ja, die Chance ist da. Aber ob sie genutzt wird, wer weiß, wer weiß. So. Nur nutze deine Chancen. Stay alert. So, wow. 2 Damage, ich bin beeindruckt. Weiß nicht, schön gestreichelt. So. Oh, danke, Kuhn. So, das eine, also die 300 Punkte, die hole ich noch. So, machen wir das mal so. Funke! Streu dich über mich! Na komm, das könnte man in einer Runde schaffen. Dank Fumi, komm. Fumischlag! Wolki Fumi. Yeah. Krafttrank. Aber ist auch nicht schlecht. So, das eine Level-Up mit hier mache ich noch. Wow, das ist ein schlechtes Level-Up. Ja, okay. Wie gesagt, gescriptet beim... Aber so. Das kann, da geht auch... Gerade wenn man... Wenn man zu lange auf Stufe 1 von den, also solange man den nicht auf den, auf eine nächste Stufe bringt, also auf andere Formen, dann wird irgendwann die Level Up schwächer. Oh. Aber das leicht sich wieder aus, wenn du die Stufe änderst. Ah, okay. Also wenn du den entwickelst. Also man verliert nichts quasi. Na. Ja. Wir werden immer dieselben Statuswerte haben. Okay. Das heißt, es wird Zeit mal für eine Entwicklung, ne? So wie es ausschaut. So. Jo. Ja, können wir dann gerne machen, wenn ich wieder nicht mal was anderes brauche als ein Glasarmband. Du kannst das anzufüttern, dann entweder den Geschmack auch wieder. Wenn du den jetzt noch mal Sachen gibst, die er eh nicht mal mögen wird, kann es sein, dass er seinen Geschmack wieder ändert und wer was anderes haben möchte. Okay. Dann machen wir das dann im Dorf, aber da habe ich dann die Kohle dazu. So, ich bin bereit. Oder auch nicht. Boah. So, die. Pfropfen, Tropfen. Also jetzt haben wir auch die Haarfarbe durch, ne? Rot, blau, gelb, ne? Als nächstes kriegen wir einen Charakter mit grünen Haare, pass auf. So. Ein Kurzschwert habe ich leider auch nicht, sorry. Wie gesagt, du bist durchgefüttert, wenn man dann... Ah ja, hätte ich das jetzt nicht aktiviert, den Schalter, wäre ich da nicht drüber gekommen. Und da brauche ich nur einen Schalter für die Leiter da oben. So, mal. Ah, ich habe ein kleines Rätsel. Das geht ja noch länger als erwartet, der Dungeon, ne? Kraftsaft-Chance. Funke! Da! Da fliegen die Funken. Da sprüht's vor Freude. Wow, 3 Damage. War überaus gab dich nicht hier. Ja. Ihr könntet mal Guy angreifen, dass er seine ZP-Punkte vollkriegt, ja. Das wäre mal nett. Ich weiß, das war der falsche, aber ist egal, das reicht. Was? Daneben. Kraftsaft? Ah, Kraftsaft. Yeah. Choco. Oh, MP hoch. aber keine Stärke dazu, wow. Geil. In die Intelligenz 4. Ja. Oh, Stärke 5, nice. Beweglichkeit 1, okay. Ja, das Level Up kann man nehmen. Aber das Choco Level Up, nein. Das war für den Hugo. So,
Lass mich vorbei, ich möchte gerne das Schild der Ecke lesen. Schlimmer wird's immer, drum laufe schnell ins Hinterzimmer. Aha, okay. Lauf mal. Und dann schauen wir mal. Aha, das Komische ist, das Skelett bewegt sich gar nicht. Hier gibt's auch zwei Sachen, die du machen kannst. Na, schauen wir mal. 6.15 Uhr ist es jetzt, die Tür sich öffnet, wenn die Zeit auf 9 hetzt. Aha, wir können die Uhrzeit einstellen, okay. 9 Uhr? Und ich gehe. Ach, das ist ein normaler Fight, okay. Ich dachte, na, weil der steht so ruhig. Ja, das ist ein optionaler Gegner quasi, der steht nur rum. Aber Moment, wenn er sich nicht bewegt, dann kann man ihn doch sicher betäuben und schieben und verwenden. Nein, weil der kann sich gar nicht bewegen. Steht immer auf dem Fleck. Sicher? Ja. Okay, dann machen wir mal 9 Uhr, ne? Okay, das öffnet die Tür. Das wäre Rätsel Nummer 1. Okay, da haben wir mal das. Und dann machen wir 6.05 Uhr. Ja, ausfahren bitte, danke. So. Jetzt kannst du noch was Optionales machen. Ja, ja, 6.15 Uhr, aber probieren wir das mal. Das war es ja eben, 6.15 Uhr. Da standen die am Anfang, 6.15 Uhr. Ach so, okay. Stimmt. Ah, hast du ihn schnell. Ich habe mal gedacht, ich probiere jetzt einmal 12 Uhr, ne? War es richtig mit 12 Uhr, ja, oder? Jo. Ja. Weil, ja, einfach so, Punkt 12, ne? Ein Jutehelm. Habe ich den nicht schon? Ich wüsste. Wer kann den ausrüsten? Schauen wir mal. Das war, weil der Jethelm ihn hast. Ah ja, stimmt. Aber der kann sicher was Feines, ja. Der Widerstand des Gegners gegenüber Magieattacken wird reduziert. Erhöht die Abwehr und den Magieangriff. Ah, der Abwehr. Entschuldige. Abwehr. Das heißt, mit ihr bräuchte ich das nicht. Geht eh auch nicht. Und er hat 112 Abwehr. Das heißt, unser Held kriegt es natürlich. Beweglichkeit niedriger, aber das können wir in Kauf nehmen. Passt. Okay. Cool. Perfekt. Gut, war mal. Guter Junge, hast du gut gemacht. So. Dann würde ich gerne mal darauf marschieren und da ist ja schon das Ende des Turms. Schlüssel benutzt. Ah, da haben wir auch noch ein paar Gegnerchen. Die Truhe, auf die ich es absehe. Schauen, ob da links, rechts noch was ist. Nein, ich mache jetzt keinen weiteren Fight mehr. Los geht's, Leute. Guys! Liana! Ihr seid weit vorgedrungen. Du, warum hast du Liana mitgenommen? Sie hat dir doch nichts getan. Ich sollte die Fähigkeiten der Menschen auf die Probe stellen. Und hatte eine tolle Idee, deine Schwester zu entführen und dich aus der Reserve zu locken. Das wird dich teuer zu stehen kommen. Dann wollen wir mal sehen, was ihr Menschlein so drauf hat. Ja, werden wir mal schauen. Was bist denn du? Camo. Camouflage. So, na dann. Hauen wir mal das rein. Probieren wir mal. Das war ja das. Genau, da bin ich dann reduziert. So, probieren wir gleich einmal. Dann haben wir es ja eh schon erraten, theoretisch, ne? Achso, ich bin ja beim falschen Charakter. Nein, warte. Wir machen das noch nicht. Wir werden Löwenherz mehr aktivieren auf Guy. So. Weil er kann eh nichts anderes als angreifen. So. Zauberwut! Glitzer, Glitzer! Ah, minus 25, okay. Okay. Autsch! So, du opferst eine Runde. Du greifst an. Du machst jetzt einmal die Schocktherapie.
Schocknot. Wow, 133, nice. Berserker, oh Gottes Willen. Das schaut böse aus. Betrifft alle sogar, okay. Ja. Muss leider, ja, unsere Magierin ist gerade von großem Wert, deswegen muss ich mit Joko healen. So. Noch haben wir's ja. Noch. Ja. Frage ist, wie lang? Okay. So, jetzt werden wir mal. Der Kampf wird cremig. So, jetzt wirst auch du mal ein Lebenherz abbekommen. Falls du mal zum Angriff kommst. So wie jetzt. Berserker, also jede zweite Runde Berserker wieder? Nein, das ist unwillkürlich. Also das ist so, jetzt müssen wir leider eine Heilrunde einlegen. Obwohl, du kannst angreifen, dich brauche ich mit Superkraft, war das, ne? Ja. Auf den guten Joko. So. Stark! Sei mit dir. Da. Fumischlag. Ja. Schon wieder Berserker, okay. Mein Fumi ist weg. Ja. Kriegt er keine Erfahrungspunkte dann mehr, oder? Ja, das war's dann mit ihm in diesem Kampf. Kriegt er Erfahrungspunkte trotzdem? Nein. Verdammt. So, und hier brauche ich wieder die Supercraft. So, nice. Tiersicherheitshalber. Komm, greif doch einen der vorderen an. Jetzt macht er Dauer-Berserker, oder was? Und es ist froh sein, dass er keine Verstärkung ruft. Momentan. Sagte er, und dann war sie hier. So. Bleibt eigentlich die Angriffserhöhung bei meinem Charakter? Dauerhaft? Wie meinst du das? Dauerhaft nach dem Kampf ist es weg nach dem Kampf. Ja, nach dem Kampf schon, aber. Aber so bleibt die dauerhaft, ja, das ist ja. Okay, jetzt muss ich halt den hinteren angreifen. Vielleicht teilt sich der Schockschaden auf den Gegner auch auf. Wurscht, machen wir es einmal. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen Damage, okay. Ja, nice. Nächste Runde ist er weg. So, Tier müssen wir unbedingt heilen wieder. No. Wir brauchen. Du kannst ja die Geier deine Zornattacke einsetzen lassen. Warte, oh. Die Zauberkraft noch. Ich erhöhe noch einmal. Ja, das mache ich dann. Gleich. So, 28 mehr. So. Schon wieder Berserker. Also jetzt nervt es schon langsam. Als kleiner Hinweis, sage ich mal. Der kann auch wieder so eine Sache droppen. Wie auch der Türfisch. Was hast denn du eigentlich jetzt? Die Zauberwut, Auraschutz, erhöhte Magieabwehr, Antistopp, Raserei. Das ist die normale Attacke. Ja, machen wir mal. Was hast du nochmal? Die Eisbombe, Superkraft. Genau, aber du bist mir zu langsam. Oh, Eisbombe. So wie es gerade läuft, ist es schon richtig. So, du machst wieder Superkraft. Ich darf mich halt nur nicht verdrücken, ne? Um das geht's halt. Raserei! Hahaha!
104, nice. Ha, da haben wir's. Aber leider kein Drop wieder. Leider aber nicht gedroppt. Egal, macht nix. Das Kamu will bekommen. Ihr seid stärker, als ich erwartet hatte. Lass mich raten, dann hätte ich Berserker machen können, ne? Ja. Okay. Aber überschätzt euch nicht. Die Zeit wird kommen. Was faserst du da? Die Höllenfürsten werden herrschen. Bald. Was meinst du damit? Das braucht ihr nicht zu wissen. Ihr werdet sowieso nicht weit kommen. Wow. Oha. Die Tür ist verschlossen. Ihr kommt nicht, könnt nicht entkommen. Will er uns mit dem Tor begraben? Versuchen wir die Tür zu öffnen, Guy. Geh zu Leana. Okay. Leana. Du würdest kommen. Keine Angst, wir bringen dich hier raus. Ich hätte gern die Schatztruhe. Die Tür ist durch einen Zauber verschlossen worden. Das sieht nicht gut aus. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Tür ist offen. Ah, die wieder. Schnell, beeilt euch. Ich kenne dich aus der Höhle. Wir haben keine Zeit, uns zu unterhalten. Ich warf uns alle Nacht Handel. Habe ich nicht gesagt? Das ist sicher unser vierter Charakter. Und wir kriegen die grünen Haare. Ich hab's gesagt. Hallo, das waren drei Schatzkisten. Das wäre mal wieder geschafft, Schoko. Hey, wer war diese Frau? Sie sagte mir einmal, dass es meine Bestimmung sei, zu reisen und zu kämpfen. Komische Frau, aber sie hat uns gerettet. Ich sollte ihr danken. Nur wo ist sie? Jetzt ist sie weg. Wer, wie, was ist sie? Na egal, lass uns jetzt heimkehren. Leana hat ein paar Schrammen abbekommen. Du hast recht. Jetzt, okay, no. Leana. Endlich eingeschlafen. Wie geht es, Leana? Na, eine Weile ist sie noch außer Gefecht, aber es ist nicht so schlimm, wie wir dachten. Choco, wer war die Frau im Turm? Du hast sie gekannt. Diese Frau, sie sagte mir, dass es meine Bestimmung sei, zu kämpfen. Sie scheint eine ganz besondere Frau zu sein. Sie hilft uns, sie weiß, wie man den Zauberkram an der Tür los wird. Respekt, wer sich bis zur Spitze dieses Teufelsturms durchschlägt, muss ein wahrer Krieger sein. Volltreffer. Na, Choco, was machst du jetzt? Ich bekam Wind von etwas, das mir überhaupt nicht passt. Du meinst die Wesen aus der Höhle, Hölle, die die Welt beherrschen wollen? Ganz genau. Wenn es sie wirklich gibt, werden sie unsere Wege kreuzen. Und danach, wenn diese Welt ihr Ziel ist, dann muss ich sie wohl zerstören, oder? Wir reden hier über Teufelswesen, nicht über irgendwelche Tagediebe. Auge um Auge werde ich gewinnen. Und du, Guy, wie steht es mit dir? Aber hallo, ich werde mich niemals unterwerfen, nie im Leben. Ich bin bereit, Choco. Na, das hören meine Worte gern. Wir müssen uns aber etwas beeilen. Jetzt schon? Na, ich könnte... Also gut. Sag ehrlich, Guy. Willst du dabei sein? Jesse. Sie ist so wunderschön. Wer ist die, Guy? Jesse, sie ist... Ach, meine... Weißt du... Sprachstörungen? Hi, ich bin Jesse. Guys Freundin. Hey, toll, freue ich mich, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Guys Freundin, was? Was meinst du damit? Warum soll ich keine Freundin haben? Hey, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Jesse, wie hast du das gemeint, dass du sagtest, ob ich gehen wolle? Du möchtest doch gehen, oder? Es stand dir ins Gesicht geschrieben. Nun, ich, aber... Du musst nicht wegen Lena hierbleiben. Ich werde mich um sie kümmern. Kümmer dich um deine Katze im Hintergrund. Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn du bei ihr wärst, aber du und ich... Ich werde dich schrecklich vermissen. Doch ich... Doch du musst tun, was du für richtig hältst. Wenn alles vorbei ist, dann wirst du zu mir zurückkehren, nicht wahr? Du weißt, dass ich wieder zu dir komme. Ich vertraue dir. Oh, Jesse. Wir sind sich sehr nah und füreinander da.
Das ist wahre Liebe. Richtig, Choco, das ist wahre Liebe, ne? Weißt du, was ich hinaus will? Ja, die beiden sind wie füreinander geschaffen. Choco, an was denkst du gerade? Nichts, gar nichts. Nun, ich bin nicht die Frau, die ihr Leben lang wartet. Choco, ich bin bereit. Lass uns die Kreaturen in die Hölle zurückschicken. So sei es. Doch dieses Unterfangen wird sicher kein Kinderspiel. Das mag sein, aber wir tragen ja auch keine Windeln mehr. Schon gut, Guy. Wir sollten jetzt nicht mehr länger quatschen und uns auf den Weg machen. Alles klar. Dann nichts mehr los. Gut, Guy. Einer für alle, alle für einen. Ah, alle für einen, ja. So soll es sein. Guy schließt sich wieder an. Gut. Yeah. Auf den Weg nach Tarika. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, der Part ist jetzt zu Ende. Wir werden schauen, dass wir unseren Wolke ein bisschen füttern. Ausrüstung kaufen. Und... eigentlich wollte ich mich healen noch, ja. Ah, jetzt ist sie unten, oder? Oh nein, geht nicht. Mit der Oma reden. Mit der Oma reden wieder, ja. Jetzt ist sie da, passt. Ja, Ausrüstung kaufen. Zum Turm zurückkehren, weil da gibt es 3 Schatzkisten ganz oben wieder. Wow, super. Und ja, ja. Dann beim nächsten Mal geht's wieder weiter mit Luffy 2 The Rise of the Sinister. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Chocobo 19. Ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.